Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Oh, hier wollte ich schon wieder sagen. Verdammt, es ist aber LS22 hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und jetzt frage ich mich, ob ich bei der letzten Folge auch Factorio am Anfang gesagt habe. Naja, da habe ich ja auch schon die Ansage verquatscht. Egal. So, also, wir sind hier. Ich bin hier, ihr seid hier. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich hier bin. Dann freuen wir uns alle, dass wir da sind. Und das ist sowieso immer der beste Part am Tag, wenn man sich auf etwas freut. So, das sagte schon Siegmund, deswegen nannte er sich Freud. Ah, okay, nein. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Entschuldigung. Ja, ich bin leicht übermüdet. Merkt man vielleicht nicht. Aber ich bin's und hatte heute einen... Ich hatte heute einen Tee. Ich hatte heute Bock auf Tee. Seit langem mal wieder nicht mal wieder Bock auf Tee. Ich habe einen Tee getrunken. Auch 3 Kaffee, aber auch einen Tee. Naja, man weiß es nicht. Ganz witzig ist, das war auch sowas. Ein Kumpel von mir hat zu mir gesagt, ja, ich gehe mir mal schnell einen Aufwachtee oder Wachhaltetee, keine Ahnung, irgendeinen Tee besorgen. Also Mate-Tee war es nicht, irgendwas anderes war es. Und er war nie wieder gesehen an dem Abend. War einfach weg. Nächsten Tag ist Robin eingeschlafen beim Teekochen. Also da war das sozusagen der Impuls, diesen Aufputschtee oder ähnliches zu kochen, war einfach eine halbe Stunde zu spät. Naja, gut. Kann ja mal passieren sowas, ne, dass man einfach einpennt. Ich meine, ich habe das auch geschafft. Ich bin an mehreren Orten eingepennt, wo man hätte lieber nicht einpennen sollen. Auf Arbeit habe ich, glaube ich, bloß ein Powernap bis jetzt mal gemacht. Also es gab durchaus schon mal die Situation, wo ich da mal eingenickt bin kurz. Doch, ja, muss ich zugeben, doch, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mal auf der Arbeit eingeschlafen wäre. Obwohl, sagen wir mal, wenn wir Bundeswehr nehmen als Arbeit, dann hätte ich auch da sozusagen noch eine zweite Idee und eine dritte und eine vierte und eine sechste Idee, wo ich mal eingeschlafen bin, wo ich nicht hätte einschlafen sollen. Aber gut, okay, das ist was anderes. Was schön war auch, dass andere Leute, also gerade bei der Bundeswehr, an Orten eingeschlafen sind und in Momenten eingeschlafen sind, wo sie hätten nicht schlafen sollen. Das hat mir Freizeit gebracht, weil die lagen in dem Bachloch drin und haben da so schön geratzt. Helm an Helm, ein Bild für die Götter, ne? Wirklich so richtig Helm an Helm, so klonk und haben da schön gepennt. Und dann haben wir sie einfach drin sitzen lassen und sind weitergegangen. Und dann haben die halt eben 4 Stunden Wache gehalten, wovon sie wahrscheinlich 3 Stunden 50 Minuten geschlafen haben. Gut, die anderen konnten halt gleich wieder zurück. Und gut war. War bloß so schwierig, dann halt eben ne, zu erklären, warum denn da im Bachloch noch ein paar andere sind, die da eigentlich gar nicht hingehören. Aber so ist es halt. Ja, ansonsten gibt es nichts Wildes Neues. Es ist immer noch der gleiche Tag. Für mich, für euch ist es ein Tag weiter. In der letzten Folge haben wir uns noch ein bisschen über Football unterhalten. Wir haben ganz schön viele Themen durch die Dings und Bundeswehr nur auch als Thema, deswegen ist mir das gleich auch wieder eingefallen mit dem, wo ich da gepennt habe. Also ich habe da wirklich, nein, das war nicht gut. Das war wertzersetztes Material, deswegen wollten wir mich auch nicht länger da haben. Machst du nichts, ist halt so, ne? Ja. Wir müssen, falls nicht jeder weiß, was wir hier so treiben, wir müssen auf unserer Farm jetzt dieses Feld, das ist ein Maisfeld, wo wir hier drauf sind, das Mais drauf ausgesieht, das walzen wir jetzt ein, damit der Mais schön fest ist, nicht wegfliegt, nicht von den Vögeln geholt wird. Und noch andere Sachen. Da sehen wir nämlich hier, da gucke, da sind die Raben nämlich schon und gucken hier ganz wild und picken uns den Mais aus der Reihe. Das wäre natürlich nicht schön. Wir wollen das Mais machen, weil wir das Mais als Futter für unsere, als Basisfutter für unsere Rinder machen wollen. Das ist günstiger als die Hirse, die ich bis jetzt dafür genutzt habe. Und ansonsten. Ja, hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Gerste machen sollen, aber da werden wir sehen. Also ich habe ein großes Feld Gerste. Guck mal, wie es ausreicht momentan zu die Futtersituation. Na, ich weiß nicht, ich habe noch einen zweiten Hühnerstall, da brauche ich 18.000 im Jahr für. Also ich brauche 36.000 Weizen alleine nur für die Hühner und dann brauche ich noch für die Schweine. Und das ist nicht wenig, was die im Jahr dann brauchen, wenn der Stall ist ja jetzt einmal voll und wird ja jetzt dann demnächst immer nur zeitig leer sein, also immer dann, wenn ich die Viecher verkaufe, und da müssen wir uns dann auch darauf einigen, dass ich die morgens verkaufe, damit die nicht den ganzen Tag noch was fressen, und dann kommen die anderen nach, weil die wären nicht mehr wert, also die sind abends nicht mehr wert als morgens, deswegen also die Tiere wirklich immer morgens verkaufen,
Und dann am nächsten Tag kommen dann die neuen, die Frischlinge, hätte ich was gesagt, aber die neuen jungen Schweine dazu. Und dann werden wir da, oder dann, ja, muss es halt eben durchrollen. So, und dann gibt es ja noch die eine Situation, wo wir einmal mal die Alttiere dann loswerden oder abstoßen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich denke, das sollte auch funktionieren dann. Momentan sind sie ja noch nicht so weit. Also die können ja 1200 Wert sein pro Tier dann. Und wenn man dann 90 Stück von los wird, das ist schon ordentlich Geld, was man da kriegt. Gut, das erstmal noch zu dem. Ich bin auch ganz froh, oder ich freue mich auch darauf, hier mit dem Mais Dinge zu tun. So, und mit dem Mais Dinge tun heißt auch, ich muss mir, und ich wollte es mir merken, auch über die zweite Folge hinaus, und ich habe es mir nicht gemerkt, wie dieses DLC heißt, was da jetzt neu kommt. Ich entschuldige mich schon mal vorab, dass ich das jetzt nicht mehr weiß, aber da gibt es mehr Spaß mit Ballen für alle, und da gibt es dann mitunter auch wohl den Maisballen. Und mal gucken, wie es dann sich in dem DLC dann verhält und was wir davon gut nutzen können, was wir nicht gut nutzen können. Ich hoffe drauf, dass eventuell das DLC noch vor unserer Ernte kommt und ich dann schon mal rauskriege, wofür das da ist, oder ich mich jetzt noch mal informiere. Das könnte ich heute Abend machen. Was wir da brauchen und was wir damit machen können, damit es dann einigermaßen gut läuft. Falls ihr die Katze im Hintergrund hört, sie ist immer noch auf Diät, wie auch gestern schon. Ich habe noch nichts dran geändert und es hat immer noch kein Futter gegeben heute. Also beziehungsweise heute hat es schon Frühstück Gatter gehabt, aber Abendbrot gab es noch nicht. Außer zwei Leckerlis jetzt eben gerade mal so zwischen den Folgen, in der Hoffnung, dass er jetzt erstmal sagt, ich suche, naja, lege ich mir jetzt mal hin. Er wird mir schon was geben. So, guckt er mich, ne? Na, was ist los, Dicky? Willst du mitspielen? Willst du mitspielen? Dann sprich ins Mikrofon. Dann sage jetzt Mau. Gut, er will nicht mitspielen. Alles klar. Hätten wir es auch geklärt. Hat mich Mau gesagt. Sitzt gerade nicht mehr in der Tastatur hier. Das ist freudige Erwartung eigentlich, dass es Futter gibt. Hustekuchen. So. Dann wollen wir jetzt nochmal rüberfahren auf unser Hirse, auf unseres Hirsefeld. Und wollen dieses genauso schön hier nochmal walzen. So. Damit das auch getan ist, dann haken wir alles ab und dann werden wir noch die Milch zur Molkerei bringen. Wir wollen ja Schokolade machen. Das hatte ich jetzt noch nicht vergessen. Mal gucken, wie gut oder wie schlecht. Also eigentlich ist die Idee richtig gut, weil wenn wir dann ein bisschen Schokolade haben. So, jetzt machen wir ganz kurz hier. Alt W, Neu W und 3 drückt ab nach vorne. Vorwärts. So. Oh, die Reparatur ist aber auch groß. Habe ich eigentlich diesen Monat schon mal geguckt, was eigentlich im Angebot ist im Shop? Warte, muss ich ja in den anderen Laden rein hier. Muss ich ja P drücken. Habe ich da schon nachgeguckt? Ja, hatte ich schon nachgeguckt. Okay, kann ich mich dran erinnern. Das wollte ich nochmal überprüft haben. Nicht, dass mir ein richtig geniales Angebot durch die Lappen geht. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Obwohl ich jetzt so richtig hinter was hinterher bin ich eigentlich gerade nicht. Ne? Eigentlich könnte ich mit dem, was ich habe, jetzt ganz gut genug bedienen. Zumal wir ja jetzt auch die Möglichkeit haben, Mais zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ich Sonnenblume damit auch ernten kann. Das weiß ich gar nicht. Aber Sonnenblume wäre natürlich auch noch cool wegen Sonnenblumenöl. Und Rapsöl können wir machen. Sonnenblume und was war noch für ein Öl? Über doch noch. Na egal. Olivenöl war noch, ne? Ja. Gut, Oliven haben wir nicht. Oder war da noch eine Frucht? Aber wegen Zwecks, also das ist ja noch immer was, wo ich denn hin möchte. Ich möchte ganz gerne eigentlich die Ölfabrikation oben oder die Ölpresse noch in Betrieb nehmen, kaufen und nutzen, um dann halt eben den Raps, der so schon ganz gut immer Geld bringt, halt eben noch weiter zu veredeln und noch mehr Geld rauszuschlagen aus unseren Feldern. Natürlich durch weitere Verarbeitung erst, ne? Und das ist, hey, ich will vorwärts fahren, mein Kleiner. So. Was ich noch machen wollte, ist, ich wollte ganz kurz noch den Erfahrungsbericht von meiner Tastatur erweitern und sagen, dass die wirklich wunderbar funktioniert. Also mir gefällt sie wirklich sehr gut. Ich habe ja vor ein paar Folgen erzählt, dass ich eine neue Tastatur gekauft habe. Corsair K55. Was mich ein bisschen stört, ist das Geflimmer, was er macht, wenn der Rechner im Standby ist. Also wenn ich jetzt meinen Rechner sperre, dann läuft so ein Standardprogramm mit Farbwechsel in dieser Tastatur die ganze Zeit ab. Und sie leuchtet nicht kontinuierlich oder sowas, oder ist dunkel.
Da muss ich mal gucken, dass ich die Helligkeit dort nochmal eingestellt kriege oder eingepegelt kriege, damit es mir nicht ganz so sehr auf den Nistkasten geht, wenn man dann nämlich nicht mehr Fernsehen guckt. Wie zum Beispiel jetzt beim Super Bowl ist mir das aufgefallen, hatte ich den Rechner kurzzeitig gesperrt, habe dann den Super Bowl geguckt nebenbei, also nicht nebenbei, sondern auf dem Fernsehen. Und daneben hat dann mal die Tastatur so wild ihre Leuchtreklame da losgelassen und immer hin und her gewabert. Jawohl, das ging mir durchaus bisweilen auf den Zeiger. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt. Also das Jawohl war quasi die Bestätigung an die Katze, dass sie sich verstanden habe. Ja, ja. Ja, Redebedarf. Es ist neu, das ist wirklich neu. Also, dass er so viel Redebedarf hat, auch während der Aufnahme. Und es ist auch neu, dass er während der Aufnahme hier in der Nähe des Rechners bleibt und der Tastatur bleibt. Und meistens verpisst er sich, wenn das Mikrofon hier rum. Mach mal, weil das quietscht immer so ein bisschen, wenn ich den Mikrofon anbewege. Dann mag er das Geräusch nicht so. Und dann rennt er eigentlich meistens weg. Nun bleibt er mittlerweile hier liegen. Ich meine, ich finde es schön, weil ne, Katze in seiner Nähe haben ist immer was Schönes. Sollte man, also wenn man die Möglichkeit hat, eine Katze in seiner Nähe zu haben, sollte man sie durchaus wahrnehmen. Es sei denn, man ist Allergiker, dann natürlich nicht, weil das wäre dann vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Aber so eine Katze ist wirklich, also das macht schon was mit dem Leben. Das ist toll. Das ist einfach, ist toll. Ne? Also man freut sich richtig, wenn man nach Hause kommt und dann erstmal als erstes begrüßt er einen Haufen Katzenkotze. Und dahinter steht die Katze und mautzt und sagt, ja, da ist was passiert. Ich weiß nicht, wie das, ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also ich weiß nicht, hier war eine andere Katze, die hat da was hingemacht. Nur guck mal hin da. Mach mal weg. Ja, genau. Ha, siehst du, bestätigst das auch. Ja, so war das heute, ne? Nee, also ist man, da freut man sich natürlich drüber. Nee, aber es, also eine Katze zu halten ist was Tolles, soll aber natürlich jeder für sich entscheiden, ob es kann oder nicht. Ne? Wir haben ja schon mal drüber geredet, so von wegen, man muss auch das Geld dafür haben. Katze ist nicht gerade billig und man sollte das halt eben dann auch nicht überstürzt machen, bloß weil man ein Haustier haben will, sich eins anzuschaffen und aber dann halt eben die ganzen Folgen nicht zu kennen oder beziehungsweise das, was mit der Katze einhergeht, zu wissen. So. Ich habe heute übrigens meinen ehemaligen Chef beim Einkaufen getroffen. Also nicht meinen ehemaligen, also meinen ehemaligen Abteilungsleiter. Ist das jetzt nicht mehr? Fand ich sehr, sehr eigenartig. Ich bin ja nur schon 15 Jahre hier. Ich habe den nie einkaufen gehen sehen. Ich habe den nie bei meinen Gruppen gesehen. Ich bin ja sonst so, ich fahre immer ganz gerne. Eigentlich hole ich mir immer ganz gerne Frischsachen. So, da bin ich ja doch, ja. Also es kann durchaus passieren, dass ich in einer Woche wirklich jeden Abend beim Einkaufsladen bin. Ist blöd, ich weiß, aber mach's trotzdem. Also, weiß auch nicht warum. Aber man hat dann so einen ganzen Tag, wenn man auf Arbeit ist und so, und irgendwann fällt dann ein, auch so, das könnte ich mir auch mal wieder leisten, so zum Essen abends, irgendwas Leckeres zum Abendbrot oder so. Ja, zack, ist man los, die Fahne hat sie geholt. Also das war mal eine Zeit lang, war es wirklich extrem, dass ich das wirklich jeden Tag, dann auch jeden Tag zum Bäcker Brötchen holen, dies, das, Ananas. Die Ananas nicht so mit, aber so Zeug holen. Und da war ich dann eher mehr oder weniger, musste ich mir das wirklich abtrainieren, dass ich das nicht übertreibe. Ja, also dass das nicht, dass ich nicht morgens einmal hinfahre, abends nochmal hinfahre und so. Das ist ja, das geht ja noch ins Geld, wenn du immer wieder was kaufst. Meistens zwar nichts weg, aber wenn du immer wieder nur Cherrypicking betreibst, also die leckersten Sachen, die du denn da mitnimmst aus Obsttheke, sonst irgendwas, schon vorgeschnitten, es kostet ja alles auch dann irgendwann mal richtig Geld. Jetzt nicht, dass es jetzt wehtut, aber ja. Manchmal ist so ein, ich weiß gar nicht hier, was hatte ich denn neulich? Da war ich richtig irritiert. Ach hier, so Schoko-Erdbeeren hatte ich mir geholt. Also Erdbeeren mit Schokolade. Da waren so 5 Erdbeeren, ein bisschen Schokolade drauf. Zack, warst du 5 Euro los. Also das war schon... Ah ja, ich kennst mir das mal, ne? Ich meine, ich esse eher eine Erdbeeren. Ich esse sehr gerne Schokolade. Und beides zusammen ist auch sehr lecker. Gibt ja auch Leute, die kaufen sich einen Schokobrunnen, damit sie Erdbeeren damit... kandieren, hätte ich fast gesagt. Aber mit Schokolade überziehen können und sowas. Wobei ich mal einen ausrastenden Schokobrunnen gesehen habe, der hat mir Spaß gesorgt. Also,
Da war das so, dass der irgendwie die Schokolade, also entweder war die halt Schokolade drin oder eben, also durchaus. Müssen absenken. Entweder war wirklich die falsche Schokolade drin oder es war halt vom Gerät her schlecht. Auf jeden Fall war das nicht so richtig flüssig, was der nach oben transportiert hat. Und das hatte so auch dann nicht diesen, was man sich so vorstellt. Jetzt ist doch mal gut hier. Herr, von und zu. Jammerlappen. Jedenfalls hat man sich denn eigentlich vorgestellt, so richtig schön, dass es wie so ein Pilz die Schokolade so runterkommt und man nimmt dann so die Weintraube und stülpt die so durch und zieht die wieder raus und hat die einen schönen Schokoladenüberzug, der langsam fest wird, ne? Ja, nee, war nicht so. Das ist eher so ein bisschen bröckelig da rausgekommen und war alles nicht so doll. Also ich vermute, das war die falsche Schokolade. Und irgendwann hatte sich dieser, also da ist ja eine Förderschnecke drin, die das nach oben transportiert. Und diese Förderschnecke, die hat dann irgendwann diesen Aufbau mit diesen pilzförmigen Teilen sozusagen mit hochgehoben und dann hat das unten keine Verankerung mehr und dann hat sich das mitgedreht, was dann natürlich dazu führte, dass die Schokolade, die da drauf war, sich durch die hohe Geschwindigkeit radial quasi, also man kennt es, wenn man so ein kennt ihr diese Bilder, die man macht, wo man dann die Leinwand nimmt, in der Mitte einen Klecks Farbe hin macht und dann ganz schnell das Bild dreht und die Farbe so in alle Richtungen? So in etwa mit Schokolade. Mitten im Wohnzimmer. Ich sag euch, das hat Spaß gemacht. Schokobrunnenunfall, der war richtig schön. Ich sah aus, also ich war dann quasi die Weintraube von oben bis unten schön mit Schokoladenüberzug. Meine damalige bekannte Partnerin, die hatte eine Brille auf, die auch sozusagen teilweise so mit Schokolade überzogen war, aber es sah sehr lustig aus, weil das dann, wo sie die Brille abgenommen hat, die Unterbrechung gab zwischen den einzelnen sozusagen Schokoladenfäden, die so von den Haaren herunter ins Gesicht und sind für die Götter. War einfach lustig, war schön. Muss ich sagen, der Schokoladenbrunnen wurde auch instant entsorgt von der jungen Dame. Die hat ihn. Oh, ich könnte mich kaputt lachen jetzt noch, weil ich bloß dran denke. Ne? Er hat ihn instant entsorgt, also der war sozusagen, also instant Schrott danach. Man konnte es auch nicht mehr zurückbringen danach. Also das war. Das Ding war hen. Und dann ging ungefähr ein zweistündiger Putzmarathon, wo man die Schokolade dann halt mit warmem Wasser aus den verschiedenen Möbelstücken, Kissen und ähnliches herausgelöst hat, damit es dann wieder rauskam und alles solche Sachen gemacht hat, dann unter dauerhaftem Verfluchen von diesem Teil und der Firma, die es hergestellt hat. Ich weiß nicht mehr, wie die Firma hieß, keine Ahnung, aber es war göttlich. Es war wahrlich. Es war schön. Es war lustig. Ich habe jetzt nicht lachen dürfen, weil ansonsten wäre ich auch kaputt gewesen. Aber ich habe innerlich doch sehr gelacht. Doch, muss ich sagen. Oh Gott, das ist jetzt aber auch schon 15 Jahre her, ne? Na, 14 Jahre. 14 Jahre ist es her. Ah, habe ich gelacht damals. Ah je, ich fand das schön. Vor allen Dingen, weil die junge Dame, die hat sich so darauf gefreut gehabt, ne? Ein Schokobrunnen. Das war sozusagen immer so ein kleiner Traum, den sie haben wollte. Und so, dann können wir schön abends zusammensitzen und können schön Schoki essen und dann mit Obst dazwischen und so. Also alles gut, aber dass es dann halt eben die grande Katastrophe wurde, war halt nicht eingeplant. Und ich muss noch dazu sagen, es war nicht meine Wohnung, die es erwischt hat. Also. Von daher war das jetzt sozusagen vom Amüsementgrad her. Na, Schadenfreude ist die schönste Freude, ne? Also es war schon schön. Es war schon schön. So, gut. Aber nichtsdestotrotz, aus der Nase läuft der Rotz. Hätte ich schon wieder fast gesagt, mein Gott, ey, das werde ich einfach nicht los, ne? Einmal gehört, ich werde es nicht mehr los. Ich werde jetzt an dieser Stelle die Folge hier beenden. Die Milch haben wir jetzt nicht dorthin gebracht, wo sie hingehört. Ich muss sowieso mal gucken, was wir diesen Monat noch machen. Oder schaffe ich das jetzt noch? Meine Güte. Ach komm, die Minute halten wir noch durch. Die Minute halten wir noch durch. Wir fahren jetzt einmal zurück, dann nehmen wir den Milchwagen
Und dann ändern wir die Produktion in Schoki um und dann machen wir Schokolade. Aber Zucker sollte da sein. Ansonsten nehmen wir halt noch ein bisschen Zucker mit. Ja, ansonsten muss ich ja noch Zucker hinbringen. Warte, wir gucken gleich mal, wie die Produktion ist. Ich werde mal gleich auf die 3 drücken hier. Das ist ja hier das Stück hier geradeaus. Da kann er ja langfahren. Das sollte er ja hinkriegen, ohne mit natürlich großartig Lenke. Zack, auf die 3 drückt. So, gucken wir mal ganz kurz in die Produktion. Von Schokolade. 2400 mal Zucker brauche ich für einen Tag. Und ich bekomme 1:1. Also ein Tropfen wird okay. Wenn wir 2000 Liter haben, haben wir 2000 Einheiten Schokolade dort. Das ist gut. Dann müssen wir auch 2100 Zucker da. 2000 Einheiten Zucker da haben. Das könnte eher kritisch werden. So viel Zucker wird da nicht sein. Also müssen wir noch Zucker hinbringen. Na gut. Kriegen wir auch hin. So. Achso, kann ich ja die Produktion schon mal umstellen, ne? So, dann stellen wir die Produktion schon mal um hier auf aktivieren, deaktivieren, obwohl wir Käse eigentlich auch kurz vor der Fertigstellung sind, aber das kriegen wir dann schon hin. So, dann nehmen wir uns Lötraktor schnell. Der holt sich mal das Milchfass. Oh, nicht rückwärts, sondern vorwärts. Der holt sich mal das Milchfass. Beziehungsweise wir nehmen den kleinen Anhänger und da laden wir 2000 Einheiten Zucker auf. Vielleicht schmeiße ich da einfach so drauf. Den fahren wir dann hier vors Fass. Ich habe den Stall reinliefern, wa? Ja. Ah, das zweite. Oh, Moment. So, dann müssen wir mal gucken, wo der Zucker drin liegt. Ah, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. So, dann fahren wir hier kurz ran. So. Drücken wir R. Der Zucker müsste da drüben drin liegen. Dann lade ich schon mal 2 hier aus. Aber das kann ich über das Menü machen. Lagerkiste. Zucker. 2. Auslagern. So. Wollen wir da mal drauf vorbei? Ich weiß, ich habe kein Autoload gerade, aber schmeiße ich einfach so da drauf. Das sollte sich ja ausgehen. So, dann machen wir hier mal ganz kurz den Kraft-Johnny an. Der Zucker fällt auch nicht raus, das ist schon mal gut. Und das wäre jetzt nämlich noch gewesen, wenn jetzt der Zucker einzeln noch auf dem Wagen liegt. So, dann machen wir mal ganz kurz. Wo bin ich? Auf welchem Wagen? Dem hinteren. Ah, ich kann keine Gurte machen. Naja, gut, dann stehen die so da drauf. Kann ja auch interessant werden, ob die da drauf liegen bleiben, stehen bleiben. Kann die jetzt gerade nicht angurten, weil es nicht als Palettenwagen geeignet. So. Oh, noch sieht's gut aus. Muss ja nur halten bis zur Molkerei. Und dann ist ja gut. Alles klar. Gut. Naja, wenn wir dann gleich da sind, dann können wir gleich die Schokolade machen. So, ach, da oben in den kleinen Spiegel sehe ich die beiden Kisten. Ah ja, guck schön. Schön, guck. Nein. Reden wir nicht drüber über den Blödsinn. Schon wieder. So. Ah, sind noch drauf. Sind noch drauf. Sehr gut. Kommt genau dahin an, wo es denn ankommen kann. So. Pack mal den Zucker aus. Warum die eine Palette jetzt so schnell und die andere nicht? Hm. Ja, das muss man also nicht verstehen. Achso, warte mal, ich muss mit hin zum Wagen. I. So, Milch ist drin. Schokoladenproduktion geht los. Das heißt, hier werden demnächst oder morgen 2 Paletten Schokolade stehen, weil wir kriegen. Wir haben sogar mehr Milch als Zucker. Okay, dann könnte ja das sogar reichen, dass ich dann nochmal die Käseproduktion anmache, wenn der Zucker alle ist. Ha! Das kriegen wir doch hin morgen. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.